Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei die Sims 4 und die Streuner Challenge. So, was machst du? Erstmal schön Wässerchen trinken, hast du auch recht, Janiqua. Und dann würde ich aber vorschlagen, du machst mal hier den Napf voll. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ist Mango? Ach, Mango liegt hier noch auf dem Tisch. Okay, das ist schön. Ach, guck mal, da ist Abby wieder. Ist die uns gefolgt? Das ist ja nicht zu fassen. So, dann will ich mal schauen. Achso, hier konnten wir nicht graben. Warte mal. Oh, wer bist du? Warte mal, wer bist du denn? Star. Wollen wir mal gucken, ob wir uns mit dir anfreunden können? Das wäre ja nicht schlecht. So, haben wir hier noch irgendwo ein Tierchen oder irgendwas zu graben oder irgendwas zu buddeln? Janiqua, kommst du? Ich weiß, wir können es da noch nicht adoptieren. Weil wir nämlich erst Mango sterilisieren, kastrieren müssen. Das können wir uns aber derzeit noch nicht so richtig leisten. Wir müssen erst noch mal hier. Ha. Graben, graben und Frösche suchen. Okay. Da kommt ja dann vielleicht schon mal was bei rum. Ach da. Da kommt sie angerannt. Erstmal schön hier an allen vorbei. Ja, du kannst mal hier dem Star, der Streunerin, aha, die. Ja, hallo, na du? So, Ball werfen, vortäuschen, nein, erstmal kennenlernen, einfach nur. Was ist los, fragen wir mal. Ach so, nee, jetzt geht's hier natürlich erst graben. Ach, Mann, aber auch. Anleihen adoptieren, nee, 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 dürfen wir noch nicht. Oh, da kommt schon wieder einer. Aber du bist kein Streuner, oder? Gehst du mit denen da Gassi? Eieieiei. Okay. Der Hund hat hier seinen Spaß. Ich wüsste gerne, wie der Hund heißt. Was hast du denn da gefunden? Chandler. Chandler hat da was hingelegt. Können wir das haben, Chandler? Und ob wir das haben können? Das ist ja super. Janiqua. Ach, geht das nicht ein bisschen schneller, Mensch? Die Hunde hauen doch alle wieder ab hier. Jetzt ist wahrscheinlich. Ja. Ja, der ist jetzt weg. Huch, Mist. Jetzt habe ich das Falsche weggeklickt. Ach nein, da unten. Da unten sind sie alle noch. Ja, sehr schön. So, dann machen wir hier nochmal. Was wollte ich jetzt bei ihm machen? Ich hab's vergessen. Oh, Janiqua, Alter, komm. Dann stell dich doch ihm wenigstens vor. Du kannst hier gleich den Pinkelbusch benutzen, wenn du magst. Janiqua macht mich wahnsinnig. Möchtest du dich hier mit Chandler nicht anfreunden? Warte mal, machen wir mal weg. So, jetzt eins nach dem anderen. Jetzt wirst du das bitte erstmal nehmen hier. Dann wirst du Chandler mal Hallo sagen. Dankeschön, Janiqua. So, okay. Bei ihm hatten wir uns vorgestellt. Das ist doch schon mal schön. So, was können wir noch hier machen? Was? ja. Okay. Die Hunde haben alle was Besseres gerade zu tun. Ja, und Janiqua muss. Ich will den Busch nicht erkunden. Ich will ihn bestäuben, bitte. Oh, verdammt, Hunde. Jetzt kann Janiqua hier das Ding nicht bestäuben. Das ist ja doof. Können wir hier gerade noch irgendwas irgendwo einsammeln oder so? Hier war doch irgendwo auch so ein komischer Busch. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Der komische Busch. Was denn du jetzt loben? Ach, das finde ich ja nett. Für was denn? Was hat Abby denn gemacht? Hier, umarm doch Abby mal. Nee, du gehst jetzt nicht ins Bett. Jetzt wird die Abby wenigstens noch umarmt. Ah, ist ja gut. Und dann gehst du nach Hause. Ja. Oh, fein. Das ist ja süß. Komm, geh heim. Du musst pullern. Oh Gott. Da jault's. Ja, ich würde euch ja gerne alle adoptieren, aber es geht noch nicht. Wir müssen erst Mango und das Messer bringen. Total gemein, ne? Wenn man das so sagt.
da irgendwo so ein blöder Busch. Ach, hier war der Busch, ne? Gänseblümchen. War das nicht ein anderer Busch? Ich hätte gerne irgendwie Obst. Ich habe auch noch mal geschaut. Irgendwie finde ich es übers Handy nicht. Also sie kann auf jeden Fall am Computer Obst und Gemüse kaufen oder über die Pflanzenkiste, das weiß ich wohl. Aber, hör mal, Janika, du weißt schon, wo deine Haustür ist. Aber ja, oder über den Computer, aber den können wir uns noch nicht leisten, den Computer. Ach so, und du wolltest doch bei Zeiten, hatte ich dir doch, nee, ich hatte es dir noch nicht gesagt, ne? Im Inventar platzieren? Nein. Sauber machen. Oh, Janique war, Alter. Mach doch nicht immer gleich, was ich dir sage. Mach's doch erst danach. Du hörst doch sonst nicht auf mich, wenn ich dir was sage. Echt jetzt mal. Ist doch nicht zu fassen, ey. Naja, okay. Meine Aktionen sind halt wichtiger als ihre eigenen, das verstehe ich schon. Ja, Mangospätzchen. Sitzt du hier rum und langweilst dich? Das tut mir aber leider mal. Über Hochspringen an Theke belehren? Nö, eigentlich nicht. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Wenn sie jetzt hier anfängt zu kratzen, ja. Kumpel werden? Okay. Wollen wir mal mit Mango Kumpel werden? Gute Freundschaft. Ah ja. Ja, es kommt doch gleich. Janiqua ist doch schon unterwegs, hör mal. Und dann wirst du auch noch. Sehr schön. Wir sind schon Kumpel, mein Schatz. Oh Gott, ich wünschte, ihr würdet euch nicht zu sehr anfreunden, denn das wird ganz furchtbar Tränen geben hier später mal. Das weiß ich doch jetzt schon. Oh, ist die süß. Und ich habe gesehen, man kann aber über das Handy auch noch Foto machen von. Es ist niemand zum Fotografieren in der Nähe. Doch, Mango ist da. Und Foto machen? Zeig mir das mal. Ach so, okay. In welchem Umkreis geht das? Einmal durchs Ganze? Ach Gott. Naja, das ist jetzt ein ziemlich blödes Foto eigentlich von Manko, aber okay. Können wir mal machen. Können wir ja auf jeden Fall. Oh, ist das hell. Können wir ja auf jeden Fall verkaufen. Zeig mir mal das. Alles klar. Nehme ich auch mit. So. Ja, was hast du mit dem Pfötchen? Ist alles okay bei dir? Sag mal, Liebe spüren. Macht ihr mal. Das ist zwar, glaube ich, eher für Janiqua mit dem Liebe spüren, aber das macht ja nichts, ne? Auch Janiqua kann ein bisschen Liebe abbekommen. Das finde ich irgendwie total niedlich. So. Ich will mal hier in deinem Inventar gerade stöbern. Wenn wir nämlich die Bilder hier gleich verkaufen. Alter, das hat nur 15 gebracht. Mach das mal auf. Elmira Clamp, okay. Wird auch verkauft. Der Frosch kommt auch erstmal raus. Das wird extrahiert. Dankeschön. Der Vladislaus, der alte Vampir, ruft gerade an. Nein, jetzt nicht. Und da haben wir Federhaufen. Öffnen. Nochmal auf. Guckt mal, Fasanenfeder. Oh, die bringt 90. Was ist denn da noch? Papageienfeder. 120. Oh, das hat sich mal gelohnt. Blauhaarfeder. 80. Sehr schön. Das hat sich mal gelohnt. So, Janiqua geht ins Bett. Ich denke, das wird auch Zeit. Du, Mango, wir haben da ein bisschen Kohle. Wenn wir ein bisschen Kohle haben, das ist für dich jetzt nicht so günstig, glaube ich. Janiqua, boah, wo bist du denn? Nee, nee, mach mal hier nicht ganz so schnell gerade. Ach, guck mal. Und Mango setzt sich daneben und passt auf, dass Frauchen schön schläft. Mango, mein Schatz, ich glaube, morgen geht's dir an den Kragen. Wir haben nämlich eigentlich genug Kohle, um dich kastrieren zu lassen. Mango hört sich irgendwie weiblich an, aber Mango ist ein Kater, ich weiß. Oh. Na, schläfst du jetzt auch? Janiqua träumt. Von Grabstein? Ja, sag mal, geht's noch? Aber Mango will nicht schlafen. Mango döst nur vor sich hin, ne? Naja. So ist das. Ja, ich denke, wir gehen morgen dann direkt zum Tierarzt. Ja. Mango? Es tut mir leid.
ganz ehrlich. Du weißt schon, was dir blüht, ne? Was hat sie denn da jetzt vor? Sie will lesen? Nee. Wo war denn noch mal? Aufs Gesicht lecken lassen? Erstmal guten Morgen lecken, ne? Was ist das? Nee, was ist los, wollte ich eigentlich wissen. Nicht, was ist das? Na, du willst doch wohl nicht kratzen? Nein, es wird nicht am Bett gekratzt. Wir haben noch nicht so viel Geld, dass wir das hier ersetzen könnten. Janiqua, kommst du irgendwann noch mal über Aufwecken belehren? Oh ja. Ach so. Mango hat Janiqua aufgeweckt. Na gut. Dann werden wir sie da auf jeden Fall mal belehren. Ihn. Es ist ein Kater, mein Gott. Wenn das noch mal merken werde, wahrscheinlich eher nicht, ne? Ah, neugierig, anhänglich, territorial. Gute Freundschaft, Kumpel. Auch das finde ich hübsch. Na? Er hebt immer das Pfötchen. Habt ihr das gesehen? Hebt immer das Pfötchen so? Ja, hopp. Genau. Hebt immer das Pfötchen so hoch. Was? Und wieder das Pfötchen gehoben. Sansebi Kumar. Genau. Ja, du sollst Janiqua nicht wecken. Verstehst du? Kannst es nochmal machen? Für dein Bestreben wäre es ja vielleicht auch nicht schlecht. Fehlverhalten korrigieren. Oh, er hat gelernt, nicht zu wecken. Oh, das ging aber jetzt schnell, Mango. Du bist ja richtig schlau, sag mal. Schön. Okay, aber Frauchen hat Hunger. Frauchen hat Hunger und wird sich irgendwas kochen. Was kannst du dir denn noch machen? Das kannst du nicht. Ist nicht für dich geeignet, ne? Makaroni mit Käse. Ja, mach das mal. Einzelportion. Schön zum Frühstück. Makaroni mit Käse morgens um 7:30. Warum auch nicht? Und wenn du gegessen hast und deine Werte einigermaßen in Ordnung dann sind, dann fürchte ich, wird es Mango an den Kragen gehen. Wenn der Kater schlau ist, was er nicht isst, macht er sich vielleicht schon mal aus dem Staub. Naja. Ja, erstmal schön auf den höchsten Punkt, ne? Ja, Fräuchen kocht. Ich hoffe, das wird was. Ja, dreh uns doch den Hintern zu. Hast du auch recht. So, du isst das auch? Das finde ich sehr schön. Ach Mann, Mango. Bist schon süßer, ne? Nee, von mir aus kannst du da hochspringen. Habe ich gar kein Problem mit. Wir haben auch noch nicht so viele Gelegenheiten und Möglichkeiten hier für dich zum Springen und Klettern, ne? Nee, da habe ich kein Problem mit. Was? Wie die meisten Tiere kann auch Mango auf unerklärliche Weise von Dingen rund um das Haus besessen sein. Behalte deine pelzigen Freunde im Auge, um ihre individuellen Interessen kennenzulernen. Ja, Mango mag auf jeden Fall Kühlschränke. Das ist doch schon mal schön. Ach, Shaniqua. Mensch, Mensch. Ich würde ja mal sagen, ich würde dich ja mal hier von dem Teller befreien wollen. Können wir den. Wo habe ich ihn denn jetzt wieder hingemacht? Habe ich ihn jetzt da reingesteckt? Ich hoffe. Ich hoffe. So, was ist hier los? Mango pennt auf dem Tisch beim Essen. Okay. Weck ihn mal bitte auf. Tiru, Swaby! Ja, hallo, mein Schatz. Oh, warte mal, Simstagram-Tier, können wir da jetzt nochmal. Och, Gottchen! Och, Gottchen! Ja, dann machen wir doch nochmal ein Bildchen von. Untersättigt. Aha. Nee, wo haben wir übersättigt? Ja, ich bin auch übersättigt. Vignette, kalt. Wo haben wir das? Ist das das Normale gewesen? Ich weiß es gar nicht. Ja, mache ich da noch eins von. Komm mal her. Schwarz-weiß auch noch. Das finde ich hübsch. Oh, 25 Follower. Mango hat Aufmerksamkeit erregt. Flotte Pfotenprodukte hat ihm als aufstrebendem Simstagram-Star ein kleines Präsent für seine außerordentlichen Bilder gesandt. Sieh in dein Haushaltsinventar und fahre mit der hervorragenden Arbeit fort. 109? Alter. Zum Glück möchte ich auch mal haben. So ein Glück möchte ich auch mal haben. Ein Foto hochgeladen, 109 Follower dazu bekommen. Schön.
So, Mango, hier. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Ball. Den werden wir auch behalten. Janiqua liest schon wieder. Dann würde ich vorschlagen, ihr zwei. Jetzt oder nie. Wir düsen zum Tierarzt. Ich glaube nicht, dass Mango das lustig findet, aber kann ich leider keine Rücksicht drauf nehmen. Jetzt habe ich gerade mal ein bisschen Geld. Und dann werden wir ihn jetzt auch kastrieren. Da kennen wir nichts. Dann können wir nämlich auf jeden Fall schon mal das nächste Tierchen aufnehmen. So, oh, hier stehen sie schon wieder an und das sind immer dieselben. So, Mango bitte zur Kastration anmelden. War doch richtig, ne? Ich glaube schon. Mango, jetzt geht's dir an den Kragen. Ja, aber er ist todesmutig. Er kommt rein. Kastrieren. Gleich kommt ein Tierarzt und dein Tier wird dann ein bisschen kürzer gemacht. Ne? Und du hast, Rudolf, die rote Nase-Krankheit, ne? Mango, ich weiß nicht, ob die hier ein Katzenklo haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Von mir aus, dann kack halt hier hin. Ich muss das hier nicht wegmachen. Haben die hier kein Katzenklo? Echt nicht? Was ist denn hier hinten los? Bist du denn drauf, mein Freund? Ja, mach doch erstmal Randale. Die haben hier beim Tierarzt kein Klo für die Tiere. Das finde ich aber komisch. Du hast knallrote Pfoten. Katharina Lynx. Möchtest du dich mal hier bei ihr vorstellen? Alter, ist das ein Geschrei hier. Mango, kack halt einfach hier hin. Ich kann es doch nicht ändern. Naja. Jetzt wirst du gleich kastriert. Dann machen wir dir da auch einen Knoten rein und dann musst du kein Bullerchen mehr. Tut mir leid, Mango. Das geht jetzt nicht. Entweder du pullerst jetzt hier hin oder du musst warten, bis wir zu Hause sind. Alter, der schreit, der Garter. Das ist ja nicht zu fassen. Wer bist du denn? Ach so, der Bartholomew. Okay, der ist auch schon wieder hier. Dein Herrchen sieht aber böse aus, sag mal. Hier, du hast doch Langeweile. Jetzt hol bitte den Mango zur Kastration ab. Was bist du für ein Tierarzt? Bako Young. Ja, ist mir ja egal, aber du hörst doch, wie der Kater schreit. Er muss mal. Und wenn du dann schon dabei bist, machst du ihm auch gleich einen Knoten da rein. Oh Mann, ey. Also, dass die hier kein Katzenklo haben, finde ich ausgesprochen merkwürdig. So, ja, wie heißt du? Bako, genau. Hol mal bitte jetzt den Mango ab. Lukas. Die Gruppe Gartenzwerge. Nee, Lukas. Lukas, vergiss es. Janiqua wird nicht in eine Kindergruppe eintreten, ganz sicherlich nicht. Janiqua wird jetzt hier zusehen, ob ihr Kater heute nochmal irgendwann kastriert wird. Nee, das sind jetzt hier nicht die besten Tierärzte, die heute da sind, oder? Okay. Alter. Was ist das für eine Chaosklinik hier? Okay, ich glaube, du hast deinen Job verfehlt. Willst du nicht lieber in die Karaoke-Bar vielleicht gehen? So, hier ist ja schon mal jetzt ein Tierchen auf dem Tisch. Hast du dich jetzt... Ich möchte nicht, dass du Mango behandelst. Ich... Nein, 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 Bako. Nein, ich möchte das nicht. Nein! Du bist doch gar kein Tierarzt. Du bist irgendwas anderes. Okay. Mango wird eingeschlotzt. Wir fangen jetzt ja nicht an zu singen. Wenn du meinen Mango kaputt machst, ne, dann ist was los. Okay. Mango ist an einem Stück. Mango wurde kastriert. Das bedeutet, dass er keinen Nachwuchs mehr bekommen kann. Ein Wunder der Technik. Mit der Chirurgiestation kannst du diese Prozedur rückgängig machen. Nein, ich kann sie verbessern. Ja, Mango. Das war's. Aus die Maus. Schnibbel die Schnapp alles ab. Ja, du musst immer noch aufs Klo, ne? Ich weiß. Warte. Ich wollte dich ganz gerne wenigstens loben, wenn es dir nichts ausmacht, Kater. Willst du noch mal gerade kennenlernen vielleicht?
Geschichte erzählen. Okay, das geht jetzt alles nicht, weil er gerade die Halskrause hat. Na gut. So, Mango, du warst sehr tapfer. Dann können wir auf jeden Fall erstmal wieder nach Hause düsen, damit Mango hier heute nochmal auf die Toilette kommt. Sonst gibt es hier wirklich noch einen Unfall wahrscheinlich. Sehr, sehr tapfer, der kleine Mango. So, und das bedeutet, wir könnten uns das nächste Tierchen suchen, ihr Lieben. So, Mango, jetzt geh da in dein Katzenklo. Jetzt möchte er auch nicht mehr, ne? Mango hat jetzt auch da seinen Stolz. Jetzt aber! Lauf! Lauf, lauf, lauf! Ja, los! Hopp! Hoch! Ich weiß, du bist ein bisschen lediert im Moment, aber das schaffst du. Guck mal, da! Lecker, lecker! warte mal, was kann ich hier mit dem Mango einen Ball geben? Okay. Nee, Mango muss jetzt erstmal Pullerchen auf jeden Fall machen. Wir haben jetzt 500. Ich würde mir ganz gerne... dann würde ich mir jetzt ganz gerne die Pflanzenkiste kaufen. Wo haben wir die? Ach so, ich bin... Ja, ja, falsches Inventar. Alles wird gut. So, hier muss ich hin. Warte mal. Die Pflanzkiste. Wo war die denn? Hier nicht. Die olle Pflanzkiste war aber bei den Aktivitäten, glaube ich, ne? Mal gucken. Oh, warte. Hier haben wir... Ach, der Gartenpflanztopf. Der war ja nur 50. Und die andere Pflanzkiste war 200, meine ich, ne? Hier. Gar 200. Ja, nee, warte mal. Dann schlage ich vor, mit der müssten wir doch dann auch Dings kaufen können, oder nicht? Samen. So, warte mal. Wir packen da mal eine hin. Nee, ich will nicht so viele. Ich will eigentlich nur ein bisschen. So, das war jetzt teuer genug eigentlich. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Knoblauchsamen. Ew. Nee, wieso ausgerechnet? Wieso Knoblauchsamen? Nee, nee. Blumen, ja, Früchte, glaube ich, hätte ich gerne, oder? Katzenminze, Kräuterpaket, Kräuter für Einsteiger, okay. Katzenminze, Kräuterpaket, aha. Also ich möchte einmal bitte Früchte, 35. Katzenminze, Kräuterpaket. Für den eigenen Anbau oder zum Verfüttern. Aha. Ja, komm mal her. Dann nehme ich auch mal eins. Okay, dann öffnen. Okay. Nee, 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 ich möchte kein Foto benennen. Ich möchte das Kräuterpaket öffnen. Was haben wir denn jetzt bekommen? Kochbananen. Warum? Äpfel? Weintrauben? Okay. Okay, dann packe ich da mal die Weintrauben rein. Kuschelkatzenminze. Anschmiegsame. Kraftkatzenminze. Erhöht die Energie. Macht sie hyperaktiv. Oh mein Gott. Beruhigt die Katze. Macht sie schläfrig. Versetzt deine Katze in Rage. Ach Gottchen, ey. Warte mal. Wenn du jetzt hier Bäume bekommen hast... Dann würde ich die mal ein bisschen weiter auseinanderstellen wollen. Und dann mache ich mal den Apfel. Da die Kochbanane. Ja, mit der Katzenminze können wir später nochmal machen. Warte mal, ich wollte das verkaufen, glaube ich. Machen wir einfach so. Haben wir wieder ein bisschen Geld. Ach so, und warte mal, das Ding kann ja jetzt auch hier raus. So, das kommt jetzt erstmal dahin. Nein, so. So war es schon richtig. Alles gut. So, Freunde. Ja, Janiqua, du müsstest das jetzt aber auch ein bisschen mal anpflanzen hier. Das wäre auch schön, dass das hier nicht ewig da so komisch jetzt rumsteht.
So, und Mango schläft im Sitzen. Och Gottchen, kannst du dich jetzt nicht hinlegen wegen der doofen Halskrause? Im Ernst? Och Gott. Ein armes Schwein. Shaniqua lässt hier alles stehen und liegen. So, die Gartenfähigkeit, okay. Aber ganz so viele Pflanzen will ich da jetzt wirklich nicht, weil das dauert ja nur alles wieder so ewig lange. Und du musst dann wieder das Katzenklo sauber machen. Oh Gott, ey, der arme Mango sitzt hier und pennt echt im Stehen, im Sitzen, wie auch immer. Hier steht überall Zeug rum, Janiqua. Was ist da los? Bist du für ein Dreckspatz? Nee, hier, bewässern. Nee, nix duschen. Jetzt nicht. Kannst du später machen. So, Mango ist schon wieder wach. Wann können wir dir denn die doofe Halskrause abnehmen? Noch nicht. Schade eigentlich. Naja, okay. Muss dich erst mal erholen. So, okay. Eingepflanzt ist. Sie möchte Mango hochheben. Das kann sie machen. Ist ja auch echt ein armes Schwein jetzt, wo die Hälfte fehlt an dem armen Tier, ne? Schon wieder andere Klamotten an, sag mal. Das sehe ich ja jetzt erst. Ich weiß nicht, ob der Bock hat. Dem geht's noch nicht ganz so gut. Er ist noch ein bisschen lediert. Ja, und du müsstest dann vielleicht auch bald mal duschen oder so noch, ne? Na, Mango? Die Mila. Gruppe beitreten. Du, ich habe hier keine Zeit für Gruppen. Jawohl. Genau. Oh, Shaniqua. Ja, du warst ganz tapfer. Ja, oh Gottchen, ey. Also, ich weiß, das wird ohne Ende Tränen geben, wenn wir hier die Tierchen dann zur Adoption freigeben für ein neues, liebevolles Zuhause. Das wird ein Drama, das weiß ich doch jetzt schon, ey. Und wahrscheinlich noch nicht mal nur bei Janiqua, sondern auch bei mir. Holst du den Teller jetzt auch ab? Ja, ne? So, wenn du das gemacht hast, dann machst du hier auf jeden Fall das Katzenklo bitte sauber. Und das spule ich jetzt mal ein bisschen vor, denn ich würde ganz gern die Folge allmählich beenden. Mein Gott, ich bin schon eine halbe Stunde dabei, ey. Eieiei. So, bring das mal weg. Alles klar. Oh, Mango hat das Quietschebällchen entdeckt. Ja, prügel richtig drauf rum, Mango. Lass mal deinen Frust raus. Jetzt fehlt dir die Hälfte. Da kannst du ruhig mal ein bisschen Aggression an den Ball auslassen, ne? Och nein. Nein. Schmeißt dich auf die Seite und tritt nach dem Ding, ey. Oh Gott, ey, ich liebe diese Katze jetzt schon. Okay, Shaniqua ist unter der Dusche, ihr Lieben. Das heißt, ich werde jetzt die Folge beenden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis dahin, eure Trin.